In diesem Video möchte ich euch kurz die Crumpler Quick Escape Kameratasche für ja, Spiegelreflexkameras präsentieren. Die Tasche kostet circa ja, 30 bis 40 Euro, ist direkt von Crumpler. Das ist eine australische Firma, die in Direktvertrieb ist. Deswegen wird man die kaum günstiger bekommen, weil sobald irgendwie ein Händler sozusagen die günstiger macht als der vorgeschriebene Preis, fliegt der Händler aus dem Netzwerk raus und bekommt keine neuen Taschen mehr. Deswegen ist der Preis relativ fix über die Zeit. Diese ja, Tasche ist wie Crumpler typisch sehr gut verarbeitet und ist ein Nachfolger von einer Tasche, die ähnlich aussieht. Ich weiß aber jetzt nicht, wie die hieß. Ich glaube, die hieß Bow. Und der Unterschied ist zu dieser alten Serie, dass diese Tasche einen Regenüberzug hat. Und ich habe mal das schon hier drüber gezogen, weil mit einer Hand ist es dann schwierig drüber zu ziehen. Ich kann es aber leichter lösen. Also, das Tolle an dieser Tasche ist, es ist ein Regenüberzug und es ist eine sehr kleine Tasche. Das heißt, sie ist wirklich minimalistisch und optimal für Städtetrips, ohne dass man jetzt noch ein Objektiv mitnehmen möchte. Also, es ist für Leute, die primär mit einer Spiegelreflex rumrennen, die ein überall drauf Objektiv haben und nicht angewiesen sind, noch ein zweites Objektiv mitzunehmen, denn das hätte in dieser Tasche keinen Platz. Aber da kommen wir später dazu. Diese Tasche kann man einmal um die Schultern tragen, aber auch um den Gürtel, als Gürteltasche. Da gibt es hier so einen ja, Schnellverschluss, wo man das drum klicken kann. Die Rückseite ist hier, wie man das sehen kann, aus einem ja, ein Stoff, der ein bisschen abgepolstert ist. Gleichzeitig seht ihr hier dieses maschige Gitter. Das bewirkt nochmal, dass diese Tasche nicht so, ja, es verrutscht, sondern relativ fest ist. Der Regenüberzug, der ist ebenfalls mit integriert in der Tasche, kann nicht abgemacht werden. Und das ist ja auch ein Vorteil davon, denn man hat ihn dann wirklich überall dabei. Wenn ich das jetzt öffnen will, dann geht das relativ einfach. Der wird ja einfach drüber gezogen über die Tasche. Und hier kommen wir einfach auch zu dem ursprünglichen Design der Tasche, komme ich gleich dazu. Und er verschwindet dann hier in diesen kleinen Zwischenraum. Und das finde ich besonders cool, weil man hat es wirklich überall dabei. Und es ist echt schön, wenn man weiß, oh Mann, jetzt kommt es mal zu einem starken, ja, ich nenne es mal Sommerregen. Und dann hat man ja meistens keinen Schirm dabei. Und wenn man wirklich nur die Tasche mit hat, dann ist man da auf der sicheren Seite. So, jetzt kommen wir zu dieser Tasche. Ich möchte euch mal eine Draufsicht geben. Ist wirklich relativ minimalistisch. Ist ein strapazierfähiges Obermaterial. Hier vorne ist das kleine Crumpler-Logo mit diesem kleinen Männchen drauf. Die Reißverschlüsse, wie man das sehen kann, sind ebenfalls, ja, ich glaube, wasserabweisend, nennen wir das. Sie sind nicht wasserdicht, aber da es hier wirklich diese Schutzschicht gibt, kann man wirklich sagen, dass sie weniger anfällig sind, dass hier Wasser eintritt. So, jetzt mache ich mal die Tasche auf. Die Reißverschlüsse, das finde ich sehr gut, gehen sehr weit nach unten zu öffnen. Das bewirkt nämlich wirklich, dass man ohne Probleme eine Kamera hinein- und rausnehmen kann. Hier habe ich jetzt meine Nikon D40 drin. Die Nikon D40 zeichnet sich aus, dass sie eine relativ kompakte Einsteiger-Spiegelreflexkamera ist. Und deswegen passt sie auf alle Fälle hier rein, aber ich habe auch gehört, dass Leute mit einer D90 hier von Nikon keine Probleme haben. Das Fach ist relativ groß und man sieht wirklich, dass hier hauptsächlich nur Platz ist für eine Kamera und ein Objektiv. Was habe ich jetzt für ein Objektiv? Ich habe jetzt ein 18 bis 105er Objektiv. Ich habe auch gelesen, dass diese Tasche, also in der 300er Größe, das ist die Quick Escape 300, dass diese Tasche in der 300er Größe auch für Objektive bis 150 mm ganz okay ist, aber man muss dann einfach gucken, ob das passt sozusagen. Weiterhin ist hier eine kleine Tasche, da kann man noch Speicherkarten mit reinstecken und eventuell ein Lenspen, würde ich sagen, passt hier rein. Und ja, vielleicht noch, also ich denke auf alle Fälle noch ein Ersatz-Akku, aber ich weiß nicht wirklich, ob man es schafft, hier drauf noch zum Beispiel ein Ladegerät hineinzustecken. Das weiß ich nicht mehr. Ich lege sie nochmal rein. Und man müsste jetzt sagen, vielleicht könnte man sogar hier wirklich das Ladegerät noch reinstecken, aber man würde das wirklich noch hier hineinstecken, also zwischen Gehäuse und oberen Tasche. Da ist nochmal wirklich Platz, vielleicht 2, 3 Zentimeter, aber es wäre eng und es würde auf alle Fälle kratzen. Wenn man jetzt hier noch wie ich den Gurt mit dabei hat, dann ist es auf alle Fälle so, dass man sagen müsste, wird vielleicht ein bisschen knapp, aber es könnte funktionieren, aber es wäre natürlich auf alle Fälle zur Mitleidenschaft der Kameratasche. Aber ja,
Kurze Rede, langer Sinn. Ich probiere es einfach mal aus. Ich gehe mal einfach mein Ladegerät holen. So, hier hängt das gute Stück und wir probieren das jetzt mal aus. Vielleicht muss ich da nochmal die Tasche wegnehmen. Also, was mir nicht so liegt, also was eine Möglichkeit wäre, natürlich hier oben das reinzustecken. Und ihr seht, es würde klappen, aber ich muss hier wirklich ganz schön Druck aufwenden und das kommt für die Kamera nicht so gut. Also der Druck würde ja letztendlich unten aufs Objektiv gehen. Mein nächster Schritt wäre zu sagen, okay, das Ladegerät hätte hier drin Platz und das wäre schon unter Umständen realistischer. So, jetzt müssen wir, das ist ein bisschen schwierig mit einer Hand zu machen, aber okay. Ich stecke das mal hier rein. So. Jetzt muss ich euch mal kurz aus der Hand legen, weil ich muss mal die Reißverschlüsse zumachen. So, also. Es würde gehen. Die Kamera hat hier noch Platz. Auf alle Fälle ist hier unten in dem Bereich noch Luft. Aber man merkt, dass gerade, ich habe es ja sozusagen hier dahinter gesteckt, das Ladegerät, dass das hier wirklich schon so ist, dass man sagt, jetzt könnte man auf alle Fälle nichts mehr irgendwie noch zusätzlich hier reinstecken. Also hier würden jetzt keine Filtergehäuse mehr reinpassen oder ähnliches, sondern das wäre wirklich zu. Es würde also funktionieren, aber man merkt wirklich, es wäre immer wieder eine... Ja, etwas Fummelei, das dann wieder zu schließen, weil die Tasche ist ja wirklich so schön. Das ist so eine Holstertasche, dass man schnell die Kamera, sage ich mal, ziehen kann, abschießen kann und dann wieder reinstecken kann in den Holster. Und somit wäre das mit den Ladekabel dann nicht allzu schön gelöst. Insgesamt würde ich jetzt sagen, dass diese Kamera echt, diese Tasche echt praktisch ist. Mir gefällt sie sehr gut von der Größe. Sie ist schön kompakt, weil ich bin nicht so ein Typ, der mit einer großen Kameratasche rumrennen möchte. Ich liebe es lieber kleiner und feiner. Für die Anreise ins Hotel ist es super, dass das Ladegerät mit hineinpasst. Für die Stadt würde ich es aber dann rausnehmen, weil unterwegs zu sein, immer die Kamera rein und hinaus, rein und raus zu packen mit dem Ladegerät wird ein bisschen knapp, aber ansonsten ist das eine ganz gute Sache. Von der Verarbeitung ist es so, dass ich finde, die Nähte echt super verarbeitet sind und man da echt, ja, für sein Geld eine gute Tasche bekommt, wo echt auf alles geachtet wurde, was echt super verarbeitet ist und daher meine Kaufempfehlung.